Ja, das ist das Bauvorhaben Südkreuz. Wir haben hier einen Außenfassadengerüst von 8500 Quadratmetern ungefähr mit ca. 4000 laufenden Meter 32er Konsolverbreitung und hier im Innenbereich drin insgesamt 48.000 Kubikmeter Raumgerüste. Teilweise sind die Stiele doppelt gestellt oder aufgedoppelt, das sehen wir nachher nochmal. Das ist schon ein besonderes Objekt für uns, klar. Hier mussten wir auch einen Statiker mit einbeziehen, der dann also auch gerechnet hat, dass die Lasten vernünftig abgeleitet werden konnten in den Baugrund und ins Bauwerk. Und interessant ist halt die Kombination hier aus Raumgerüst und Fassadengerüst mit dem Plateau oben als Arbeitsfläche. Also wir sehen ja hier mehrere Gitterträger eingebaut, die Lasten des Gerüstes und natürlich auch die Arbeitslasten vom Plateau mit aufnehmen sollen. Die Lasten werden gebündelt dann natürlich in den Außenstielen hier eingeführt und damit dieser Stiel nicht ausgehen kann, musste eine entsprechende Stielaufdoppelung erfolgen. In dem Fall hier mit Hilfe von Kranzkupplungen und einem Stahlrohr bis zu einer entsprechenden Höhe, wie es der Statiker vorgeschrieben hat. Ja, und das Brisante dabei ist einfach, hier ist eine Treppenanlage drin, Tries genannt. Diese Treppenanlage wurde im Nachhinein, wir haben erst das Raumgerüst, die Grundlagen gesetzt gehabt und haben im Nachhinein wurde die Treppenanlage hier eingelassen. Und unter diesen einzelnen Triesanlagen haben wir im Nachgang auch die ganzen Plateaugerüste gesetzt, sodass von allen Seiten diese Treppenanlage ordnungsgemäß bearbeitet werden kann, die sich über 1, 2, 3, 4 Ebenen bis auf 26 Meter Höhe als letzte Treppenanlage nach oben streckt. Man sieht ja, was das für eine gewaltige Konstruktion hier ist. Und an den Seiten, rings also umlaufend, sieht man die einzelnen Stützen, die die Lasten dann aufnehmen, dieser Stahlkonstruktion. Das sind schon zig Tonnen. Und hier sieht man die Arbeitsebene, auf der dann auch letztendlich die Leute stehen können, sicher stehen können und arbeiten können, um die Montage hier auch auszuführen. Hier drunter ist nochmal eine Folie, dass wir so diese Räumlichkeiten hier drunter schützen können vor Niederschlag. Und diese Folie, dass die nicht zerstört wird, dadurch hatten wir denn diesen Kunstrasen hier noch aufgelegt, dass man hier ungehindert laufen kann oder mit Rollgerüsten arbeiten können. Die ganze Planung von diesem Objekt, ganz früher hieß es, soll ein Raumgerüst rein, danach hieß es aus Kostengründen, Raumgerüst doch nicht rein, dass hier mit Steigern gearbeitet wird und teilweise nur mit Hängegerüsten gearbeitet wird, aber durch die hohen Lasten, die hier eingebracht worden sind und um dass die Tries von allen Seiten bearbeitet werden mussten, hatten sich dann daran doch noch entschieden für ein Raumgerüst hier drin. Und ganz zum Schluss hieß es dann, dass wir das Plateau oben wasserdicht machen sollten, wie Thomas gerade gesagt hat. Die Entwässerung über den Rohbau in die Außenfassaden draußen ableiten sollten. Ja, das war ein riesen Hin und Her hier auf der Baustelle. Aber trotzdem, das war ja unsere Herausforderung, hat Spaß gemacht.